Liebe Schülerinnen und Schüler, wir werden uns heute mit der Oberfläche des Zylinders beschäftigen. Ich habe zu Beginn gleich ein Video für euch, was euch verdeutlichen soll, was die Oberfläche des Zylinders eigentlich ist. Das hier ist zum Beispiel ein Drehzylinder. Sieh dich mal zu Hause um, ob du vielleicht auch Gegenstände findest, die diese Form haben. Was ist jetzt die Oberfläche von einem Zylinder? Die Oberfläche eines Zylinders ist die Hülle, also alles, was wir hier von außen angreifen können. Und mit dieser Hülle, also mit der Oberfläche, werden wir uns heute beschäftigen. In einem anderen Video werden wir uns dann auch noch damit beschäftigen, wie viel hier hineinpassen würde, wenn ich den Deckel aufmache. Zum Beispiel, wie viele Steine passen hier rein, wenn ich diesen Behälter damit befüllen will. Ich werde nun den Zylinder einmal hier auseinanderschneiden und hier oben, aber ein kleines Stückchen lassen wir frei. Und hier unten machen wir genau dasselbe wie oben und lassen wieder ein kleines Stückchen frei. Ich werde das jetzt mal schnell machen. Ich habe jetzt den Zylinder auseinandergeschnitten und somit das Netz erhalten. Was fällt uns jetzt auf? Wenn wir den Zylinder wieder zusammenbauen würden, so würden wir erkennen, hier haben wir einen Kreis. Das sehen wir. Und der Umfang des Kreises ist somit gleichzeitig die Länge des Rechtecks. Und der Zylinder, ich baue ihn nochmal zusammen, hat ja auch eine Höhe, also wie hoch ist dieser Zylinder? Und die Höhe des Zylinders ist gleichzeitig auch die Breite des Rechtecks. Somit haben wir uns die wichtigsten Eigenschaften, die wir jetzt anschließend für die Formel benötigen, besprochen und ich hoffe, ihr könnt mir weiter folgen. Halten wir also das Wichtigste fest. Zur Oberfläche eines Zylinders gehören die Deckfläche, die Mantelfläche und die Grundfläche. Ich habe hier jetzt auch noch Skizzen für euch zum Drehzylinder. Hier sehen wir eben die Deckfläche, die Mantelfläche und die Grundfläche. Außerdem habe ich hier die Höhe und den Radius eingezeichnet. Außerdem habe ich eine Skizze zum Netz des Drehzylinders. Hier sehen wir wieder die Deck, die Mantel und die Grundfläche. Zum besseren Verständnis den Umfang des Kreises und die Länge des Rechtecks mit derselben Farbe markiert und auch die Breite des Rechtecks mit der Höhe des Drehzylinders. Wie gelangen wir jetzt aber zur Formel für die Oberfläche? Wir wissen, dass diese drei Flächen nun die Oberfläche sind. Das heißt, wir addieren diese drei Flächen miteinander. Also d plus g plus m. Weil die Deck- und die Grundfläche aber gleich groß sind, können wir des Weiteren schreiben, die Oberfläche ist gleich 2 mal g plus m. Und somit haben wir auch schon unsere Formel für die Oberfläche. Aber was genau sind jetzt g und m? Wir leiten uns hierfür die Formeln her. Für die Grund- oder die Deckfläche wissen wir, dass diese ein Kreis ist. Das heißt, wir brauchen hier die Flächeninhaltsformel des Kreises. Und diese kennen wir schon. Also ist die Grund- oder die Deckfläche r hoch 2 mal Pi. Die Mantelfläche ist ein Rechteck. Wir wissen auch, dass der Umfang des Kreises der Länge des Rechtecks entspricht und dass die Breite gleich die Höhe ist. Also, der Umfang des Kreises ist 2 mal r mal Pi. Das kennen wir schon. Dies entspricht ja jetzt auch der Länge des Rechtecks. Also setzen wir diesen Ausdruck für die Länge, setzen wir hier jetzt 2 mal r mal Pi ein und für b setzen wir h ein. Somit haben wir für die Mantelfläche 2 mal r mal Pi mal h. Als letzten Schritt setzen wir die Formeln für die Grund- und die Mantelfläche in die Oberflächenformel ein. Wir haben zu Beginn gesagt, die Oberfläche ist gleich 2 mal g plus m. Nun setzen wir für g r hoch 2 mal pi ein. Das haben wir jetzt vorher gerade besprochen, warum. Und für m setzen wir ein 2 mal r mal pi mal h. Kommen wir zur Formel für die Oberfläche. O ist gleich 2 mal r mal pi in Klammer r plus h. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierher folgen. Im nächsten Video werden wir uns die Oberfläche des Zylinders anhand von einem konkreten Beispiel genauer ansehen.